Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir spielen heute die Battlefield 1 Closed Alpha. Ja, ich weiß auch nicht so genau, was da bei Electronic Arts für ein Fehler unterlaufen ist, dass ich da eine Einladung in die Alpha bekommen habe. Aber jetzt ist es soweit. Ja? Das Kind ist in den Brunnen gefallen. Der größte Battlefield-Noob aller Zeiten geht jetzt aufs Schlachtfeld. Zumindest der größte Battlefield-Noob aller Zeiten, der das hier auch aufnimmt. Für alle möglichen Battlefield-Profis, die auf diesem Video landen. Ganz so schlimm ist es nicht, aber ich habe wirklich nicht viel Erfahrung mit ernsthafteren Shootern wie Battlefield. Natürlich hier und da mal immer wieder ein bisschen gespielt. Ich habe auch Battlefield 1 in Los Angeles, als die E3 lief, gab es ja das EA Play Event. Da habe ich auch schon ein bisschen was von Battlefield 1 mir anschauen können, aber ich habe jetzt einfach nicht mega die Erfahrung mit. Deswegen steinigt mich mal nicht. Es wird aber bestimmt irgendwie... Ich werde irgendwas versuchen zu reißen. Womit wir klarkommen müssen, ist, dass dieses Wasserzeichen hier die ganze Zeit durchs Bild springt. Das ist eben, weil es noch eine geschlossene Alpha ist und weil die bestimmt kontrollieren wollen, wo denn welches Material wo wie verwertet wird. Und da ist mein Name drin, da ist das Datum drin, da ist die Uhrzeit drin und das da oben ist vielleicht meine Sozialversicherungsnummer. Ich weiß es auch nicht so genau. Wir spielen Conquest. Das Krieg. Krieg mit dem Matchmaking. Ich gehe mal auf die Serverliste. In den Server-Browser und join einfach in den Server direkt rein. Das hätte ich vielleicht die ganze Zeit machen sollen, einfach einen Server aus der Serverliste auszuwählen, anstatt mich hier auf das Matchmaking zu verlassen. Ich habe da jetzt auf Join gedrückt, oder? Läuft das jetzt? Jetzt habe ich zwei Ladekreis-Dinger. Ja, guck mal, da sind wir drin. Hier, Foxtrot, wo bin ich? Wo bin ich? Stehe ich hier irgendwo? Bin ich irgendwo anwesend? Ich will irgendwo rein. Hier stehe ich. Wunderschön. Ich sehe ganz, ganz toll aus. Das ist wirklich... Ich bin begeistert. Das skippe ich einfach mal. Ich weiß nicht, ob ich jetzt in irgendeinem Team drin bin oder nicht. Ich bin ja eh noch so ein bisschen... hier ist Squad. Oder bin ich jetzt irgendwo drin? Kann ich das... Ich join das jetzt einfach mal. So, ich bin jetzt in diesem Squad. In Foxtrot. Yeah. Mega. Okay, da haben wir direkt einen Gegner. Den werde ich jetzt hier schön mit meiner Pistole erledigen, sobald ich ihn wieder finde. So, habe ich direkt schön. Einen habe ich fertig gemacht, klar, am Anfang. Natürlich, da ist er wieder, der Profi. Ich mag halt irgendwie die Sniper-Klasse ganz gerne. Weil sie auf Entfernung gut funktioniert und auf die Nähe ist das eigentlich mit der Pistole auch ganz gut machbar. Ja, the enemy has the upper hand. Schöner Schaukelstuhl hier. Modus muss ich ja wohl nicht groß erklären. Punkte einnehmen, Punkte verteidigen. Leute abknallen. Krieg. Ich habe vielleicht noch eine etwas niedrige Maus-Sensitivität. Oh, hier ist irgendwo ein Sniper. Sonst wäre mein Kollege hier nicht gestorben. Ich befinde mich noch so ein bisschen... Ich bin noch so ein bisschen entspannt. Vor allem, weil hier so ein... Oh, so ein riesiges Ding ist. Und wir wurden jetzt mit einem Behemoth, mit einem Friendly Airship deployed. Jetzt warte mal. Wo haben wir denn das schon wieder? Was ist denn hier überhaupt alles los? Hier irgendwo ist doch dieses Fahrzeug. Kann ich da nicht mal eine Granate reinschmeißen? So, Granate reingeworfen. Hat das irgendwas gebracht? Nee, steht immer noch. Toll. Toll, schön zu wissen, dass meine Granaten so viel bringen. Beziehungsweise gar nichts. Ich finde, das hier ist noch eine vergleichsweise triste Map, aber die wird ja auch immer kaputter, je länger man spielt. Ne? Also das geht ja alles... Ist ja sehr viel kaputtmachbar hier. Kaputtmachbar, kaputtmachbar. Hier, Kollege, das machst du gut hier. Mach das ruhig weiter so. Gute Einstellung. Ich wechsle jetzt mal hier auf mein... okay, so. Auf mein Snipergewehr. Und guck mal, dass ich hier... Moment, hier sind Leute. Ich sollte vielleicht mal aufstehen dann. Ja, ich krieg auf den Sack. Da war eine Granate irgendwo. Ich verstecke mich jetzt unter ihm. Da kommen sie gerade alle angelaufen, ey. Ich kann höchstens nochmal... Ich weiß gerade gar nicht, wo die alle sind. Oh! Oh!
da lag ich zu lang im Dreck. Und während die hier alle anfingen, irgendwie den Punkt zu stürmen. Von She's Only 16. Das ist ein komischer Name. Guck mal, da ist... Oh! Es ist auch so ein bisschen, wenn man schon mein Gameplay nicht genießen kann, dann doch zumindest den großen Zeppelin da oben. Der doch eigentlich uns gehört, wenn ich das richtig sehe. Oder warum schießt du den genau ab? Ich versuche jetzt mal hier, von hier aus so ein bisschen zu snipern. Da sind nämlich einige. Wir sind noch am Verlieren. Und um anständig snipern zu können, brauche ich genügend Leute drumherum. Die wissen, was sie machen. Oder ich gehe einfach mit meiner Pistole rein, ey. Das kannst du mir doch nicht erzählen! 3 Schüsse irgendwie in die Brust rein und der Typ überlebt noch. Der hat bestimmt schon Hex an, für die Alpha. Der hat bestimmt schon Hex für die Alpha. Ich gehe jetzt hier einfach rein. In den... Oh, kein freier Platz, kein Seed available. Okay, alles klar. Ist kein Platz mehr in unserem... Kein Platz mehr, Leute. Tut mir leid, ist kein Platz mehr im Zeppelin. Aber dafür hier drin. Ja, super. Bin ich gespawnt und hab direkt ein Objective geholt. So macht man das halt. Da hinten ist mein Squad. Das fühlt sich bestimmt auch super. Von wo kommt das denn jetzt schon wieder? Von wo kommen denn die Schüsse? Deckung! Oh, von wo kamen denn die Schüsse? Jetzt bin ich hier irgendwie hinter so einer halbgaren Deckung und wurde schon wieder erschossen. Von was denn? Wieder von Sniper Martin, der da seit 5 Stunden mit nichts anderem rumfährt, als mit seinem FT-17. Martin! Irgendwas anderes, ein bisschen Kreativität, ich bitte dich. Ja, gleich ist das Match vorbei und ich habe absolut nichts gerissen. Hier ist doch schon wieder Sniper Martin irgendwo. Ich sehe es kommen, dass hier schon wieder irgendwo Sniper Martin ist. So, guck mal hier, jetzt den Dark Agent, den habe ich weggenommen. Aber 1A. So wie sich das gehört. So, Freunde, jetzt ist Schluss mit lustig. Jetzt bin ich so langsam warm gespielt. Und wenn ich warm gespielt bin... Ich habe am Ende noch einen Kill gemacht. Wir wurden zwar besiegt, aber am Ende habe ich bewiesen... Bambi the Zombie, der da auch GG schreibt, den habe ich im letzten Moment. Hier, ich bin auf Platz... Kann ich mir das nochmal anzeigen lassen? Aber das war's ja noch nicht. Wir spielen uns jetzt erst langsam warm. Ich habe heute noch nichts gegessen. Ich habe nur ein bisschen Wasser getrunken. Es ist auch so ein bisschen... Ich wollte so ein bisschen auch in so eine roughe Situation mich hier für die erste Battlefield One-Aufnahme reinholen. Und guck mal, das Wasserzeichen, das merkt man schon gar nicht mehr. Das springt hier rum, das ist uns völlig egal. Und es geht jetzt direkt hoffentlich weiter. Und dann will ich jetzt endlich mal, jetzt will ich austeilen. Wahrscheinlich ist das auch, weil das ein US-Server ist. Weißt du, die Latenz, der Ping und sowas, das ist ganz klar. Ne? Also wäre das jetzt hier, das ist ja ganz, ganz logisch. So, ich gehe wieder in Foxtrot. Tolles Squad war das, weil die haben sich nicht beschwert, dass ich so schlecht gespielt habe. Deswegen bleibe ich da auch einfach mal drin. Und probier's weiterhin als Scout. Ist das jetzt... Oh nee, jetzt ist die Map neblig. Es gibt ja hier dynamischen Wetterwechsel. Und da bin ich dann eigentlich als Scout gar nicht mal so geil aufgehoben, weil ich sehe ja nicht sonderlich viel. Oh, das ist echt nicht so gut, ey. Komm, ich fahr jetzt hier rum mit. Ich drive das jetzt. Steigt alle ein. Wir schnappen uns Alpha. Steigt alle ein, Leute. Oh, hier ist wieder ein schönes Wägelchen. Ganz tolles Wägelchen. Das Match ging 2 Minuten. Hat das jemand bemerkt oder war das nur bei mir so kurz? Jetzt geht's auch wieder los. So, ich gehe direkt bei meinem Squad rein. Allerdings als Scout wieder. Weil jetzt haben wir ja auch keinen Nibbel mehr. Und ohne Nibbel kann ich ja ein bisschen von hinten scouten und ein bisschen schießen. So, hier haben wir auch. Das ist mein Kollege, ey. Du bist mein Shiboy. Was machen wir genau? Ich weiß nicht, was das war, aber wir scheinen ein Squad zu sein, das eindeutig gut zu mir passt. So, ich hab das ganze Feld im Blick, ey. Ich bin voll dabei. Die ruinierte Village. The Ruined Village, das attacken wir jetzt.
Und capturen wir auch. Ich gehe mal wieder auf die Pistol. Damit, falls irgendjemand näher mal rankommt, ich dem direkt... Okay, das haben wir. Wir haben was eingenommen. Das muss ja auch gemacht werden. Ja, es ist ja nicht nur schicke Kills und sowas. Das muss ja auch gemacht werden. So, jetzt gehe ich mal hier kurz so ein bisschen gucken. Kommt da... In einem Flugzeug war ich bisher auch noch gar nicht drin. Das sollte ich auch nochmal irgendwann nachholen. Was ich eben bisher wirklich ganz gut feier, ist, dass es ist wirklich so ziemlich dreckig. Also es ist unfassbar dreckig, unglaublich schlammig. Und wenn alles rechts und links von einem explodiert, dann hat man auch hin und wieder so Momente, wo man sich denkt, okay, das ist heftig. Und ich glaube, genau das möchte Battlefield One ja auch in einem auslösen. So, nehmen wir das hier ein? Ist das, sind wir dabei, oder? Das läuft, oder? Hier schön mit der Flagge, das läuft ganz gut. Ich sichere mal zu der Seite hier. Anscheinend sichere ich gar nichts. Sondern bekomme hier gerade eher auf den Sack. Mann! Ich muss mich mehr konzentrieren. Ich muss mehr in die Konzentration gehen. Und ich muss meine Bauchschmerzen während dem Spielen ganz langsam rausmassieren. Ich habe wirklich Bauchschmerzen. Das ist kein Witz hier. Es ist kein Witz hier. Ich habe wirklich... Also mich nervt es ja selbst, aber ich habe wirklich Bauchschmerzen. Oder verspannt oder was weiß ich was. Ich weiß es auch nicht so genau. So, jetzt gehe ich in die Häuser rein und jeder, der mir nicht bei... Jeder, der nicht bei 3 stehen bleibt, Leute. Okay, da oben kommt so ein fetter Van angefahren. Hier stehen meine ganzen Kollegen rum. Jetzt ist die Frage, kommt da gleich jemand? Da oben war ja so ein großer Van. Oh, guck mal, hier ist schon mal einer. Ist der jetzt tot? Hat er ihn... Oder wurde das nix? Ich muss wirklich dran denken, wenn ich das nächste Mal sterbe, meine... Mouse Sensibility a little bit abzudrehen. Guck mal, das Wasser an hier. Und ich bin so in Overwatch drin derzeit, dass ich irgendwie gar nicht... ja, dass ich die ganze Zeit irgendwie Fertigkeiten zünden will. So, hier, Mann! Endlich mal wieder. Endlich mal wieder schön irgendjemandem hier einen reingedrückt. Gib mir mehr, ey. Okay, hier stehen auch wieder Leute rum. Ich komme hier nicht hoch! So, jetzt aber. Da ist ein bisschen was explodiert jetzt. Da ist auch ein bisschen Giftgas. Aber ich glaube, wir kriegen das hier eingenommen. Boah, wie viel... Okay, jetzt habe ich hier von irgendwem ziemlich oft die Eier bekommen. Ich bleibe jetzt hier mal so ein bisschen drin. Und hoffe, dass mich niemand erwischt. Man braucht aber ziemlich ewig, bis man regeneriert. Und ich bin nur alleine hier. Vielleicht sollte ich abhauen. Ich bin nur noch alleine hier und... Oh, man!